Und da sind wir schon wieder beim dritten und letzten Teil unseres Lepin Ford Mustang. Da hinten steht er schon. Soweit haben wir ihn in den beiden ersten Teilen schon gebaut. Und heute geht's dann weiter und wir vollenden das Ganze, hoffe ich mal heute. Bis Bauabschnitt 4 sind wir bereits gekommen. Ja, mal vergleichen. 4, 4, jo, passt. Und dann machen wir heute Bauabschnitt 5, 6 und noch den siebten. Das ist dann der Umbau auf die Extremvariante. Ja, also Bauabschnitt 5. Hier haben wir die Tütchen dafür. Und das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 kleine Tüten. Und dann legen wir direkt mal los. Lasst mich die letzten Bauschritte hier zusammenfassen. Geil, einfach toll, was hier gebaut wurde. Und jetzt zeige ich euch auch, was ich hier so richtig toll dran finde. Ihr seht, wir haben hier ganz viel von der Front gebaut und die Stoßstange zum einen. Was hier ganz interessant ist, diese Teile hier, man sieht, die sind ein bisschen locker, denn die sitzen nur auf einer Noppe hier drauf, halten aber dennoch ganz gut fest, wie es aussieht. Und dann haben wir hier vorne auch ein, Moment, bedrucktes Teil. Ihr seht hier oben den Kühlergrill mit dem Mustang. Leider ist der hier bei mir etwas verschmiert. Hier hinten der Schwanz. Ja, da hat es nicht mehr richtig gepasst und da ist die Farbe nach oben geschmiert. Ansonsten sieht der Druck gut aus. Dann haben wir hier diese Polizeikellen mit Transparent. Einmal-Einser Fliesen drüber als Scheinwerfer oder so als kleine Scheinwerfer und dann nochmal hier diese transparenten Parabolspiegel als die großen Scheinwerfer. Und das sind mal Transparentteile. Die sind richtig toll von der Qualität. Da ist nichts milchig, da ist nichts verkratzt. Die sehen 1A super toll aus. Also die kleinen hier, und das hat Lippin wunderbar drauf mittlerweile. Bei den größeren müssen sie noch ein bisschen arbeiten. So, gehen wir mal hinter den Kühlergrill. Denn da haben wir, ihr seht hier, der Motorraum, da wurde echt sau viel mit reingebaut jetzt noch. Da haben wir zum einen hier einmal den Kühlwassereinlass, dann hier einen Aufkleber, Caution Fan, also Achtung, da ist der Ventilator drunter. Und dann haben wir hier nochmal so einen Krümmer, so einen Schlauch, der hier angedeutet ist, der in den Kühler oder aus dem Kühler rauskommt oder in den Kühler reingeht, je nachdem. Und ganz interessant auch, schaut hier unten, wir haben hier sogar ja, Keilriemen mit verbaut, also einmal hier. Und einmal noch da hinten, da ist auch noch einer drin. Also Liebe zum Detail, das sieht man dann wirklich nur, wenn man so von oben reinschaut, sieht man, dass hier so zwei Gummi, so zwei Gummis eingebaut wurden als Antriebsriemen sozusagen. Dann haben wir hier nochmal den Luftkühler, natürlich ein Luftkühler, den Luftfilter. Auch da nochmal mit Aufkleber 390 High Performance. Und ja, der muss hier genau in die Richtung schauen. So sieht es in der Anleitung aus. Und dann nochmal hier, ja, was ist das? Domstreben, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das hier kann man als Domstreben bezeichnen. Die wurden dann hier nochmal dran gesteckt und das sieht alles echt toll aus mittlerweile. Auch hier diese Verkleidungen an den Seiten. Also der macht jetzt schon richtig was her, wenn man sich den anschaut. Tolles Teil, echt. Macht einfach nur Spaß, Freunde. Ich kann euch nur raten, holt euch den, baut den mal zusammen. Ein Riesenspaß. Tolles, tolles Set. So, habe ich sonst noch was dran gebaut? Nö, ich glaube nicht. Das wollte ich euch mal zeigen. So sieht er jetzt aktuell aus. Von der Front und der Motorraum, ja, der ist auch ordentlich voll geworden. Aber noch sind einige Teile übrig hier in dem Bauschritt, also verbaue ich die nochmal flott. Tja, und auf Seite 104 ist dann auch Bauschritt Nummer 5 vollendet. Da steht unser Ergebnis und ja, er sieht schon fast, wenn man den richtigen Winkel wählt, sehr, sehr fertig aus, also sehr fertig gestellt. Wir haben hier noch Folgendes gebaut. Einmal die Innenverkleidung der Türen. Ja, die kann man hier sehen, also nicht die komplette Innenverkleidung, sondern hier dieser obere Bereich. Der wurde gebaut mit den Abschlüssen hier, die wir hier oben sehen können, die dann eine schöne Linie bilden. Und natürlich noch den ja, Rückspiegel, den Seitenrückspiegel, den haben wir hier noch dran. Der ist ganz lustig da befestigt oder sagen wir mal sehr einfach. Wir haben hier drei Haken, da einen kleinen Stab durch, dann hier so ein Roboterärmchen, eine 1x2er Jumperplate und hier so ein Transparentsteinchen noch dran. Und fertig war hier der Rückspiegel. Und damit wäre die komplette Tür dann auch fertig. Sieht gut aus, finde ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier die vorderen Kotflügel noch gebaut. Hier oben dann diese Abschlusssteine noch draufgesetzt.
Hinter die Abschutzsteine kamen hier noch ein paar Fliesenplatten dabei. Tja, und was haben wir denn noch gemacht? Hier oben, diese Form. Hier kann man das gut sehen, diese abgeschrägte Form, die dann hier aufgenommen wird, vom Stoßfinger weiter nach hinten versetzt. Ja, das sieht echt gut aus. Das Ding sieht schon rattenscharf aus, muss man einfach so sagen. Ganz tolles Design und vor allem jeder, der schon mal so einen Mustang gesehen hat, das Ding erkennt man sofort, also da weiß man, ja, sehe ich sofort, das ist ein Mustang, das ist hier die Frontansicht, das ist die Linienführung, die ist echt super hier übernommen worden. Schaut euch das Ding mal an von der Seite, man will doch einsteigen und direkt losfahren, aber geht natürlich noch nicht, denn hier fehlen noch die Reifen, die kommen im Bauschritt Nummer 6 da noch mit dazu und natürlich hier oben die Klappe fehlt noch, das Dach fehlt noch. Hinten die Abdeckung hier für den Kofferraum, die Kofferraumklappe fehlt noch. Also es gibt noch genug zu tun und das machen wir jetzt im Bauabschnitt Nummer 6. Bauschritt 6 ist jetzt fertig und ihr seht schon, er sieht auch ziemlich fertig aus, denn er ist auch fertig geworden. Das ist also der Mustang in der Standardausführung und alle Löcher wurden geschlossen. Motorhaube, Dach, Kofferraum. Da habe ich euch jetzt keine Details gezeigt, denn ja, da gibt es nicht wirklich viel zu berichten. Ihr seht ein paar Platten, dann hier unten die Haken, wo das reingeklippt wurde. Einmal hier beim Kofferraum, einmal hier ein paar Fliesen drauf. Genau das gleiche hier oben bei dem Dach. Das kann man auch noch leicht runternehmen, denn das ist eigentlich nur an zwei Noppen befestigt. Ja, wird einfach hier hinten in die Noppen reingedrückt. Einmal hier und einmal hier. Und dann kann man es gut runternehmen, um auch mal hier noch lenken zu können zum Beispiel. Auch das unspektakulär hier mit diesen Slopes und ein paar Fliesen. Aber hier ist noch erwähnenswert, die sind ganz schön schmutzig gewesen, diese Fliesen. Hier kann man es nochmal sehen, da ist nochmal so Maschinenöl dran. Also wenn ich da ein bisschen drüber wische, dann, ja, dann kriegt man das runter. Also nur Verschmutzungen, keine Verunreinigungen jetzt im Kunststoff selbst. Was mir hier allerdings nicht ganz so gut gefallen hat, ist die Druckqualität. Schaut euch mal den Streifen hier an. Da war ja die blaue Farbe doch schon sehr sparsam genutzt worden. Hier hinten dran auf dieser Langfliese, da sieht es wiederum wieder etwas besser aus. Genau das gleiche haben wir aber öfters gehabt, denn auch hier hinten bei dem Strich, ja, da wurde etwas bei der Farbe gespart. Könnte schöner aussehen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Und wenn wir uns die Motorhaube mal noch genau anschauen, dann kann man auch dort Unterschiede sehen, wenn es hier um diesen blauen Streifen geht. Der ist mal ein bisschen dunkler. Hier ist er zum Beispiel gut. Hier ist er okay. Aber hier hinten auf der, da ist wieder ein bisschen wenig Farbe drauf gekommen. Ja, und auch hier vorne, ja, hätte man schöner machen können. Aber auch hier, man sieht es, die Motorhaube wurde hier hinten in die Haken reingesteckt und lässt sich dann dementsprechend auch wunderbar öffnen und ja, sehr steil hochklappen. Und dann hat man immer noch einen guten Einblick hier in den Motorraum. Von der Bautechnik her wenig spektakulär. Ihr seht es, ein paar Platten drüber, Fliesen drüber, ein bisschen befestigt und fertig ist das Ganze. Tja, und soweit sind wir gekommen. Außerdem, ach, natürlich habe ich noch hier das Nummernschild gebaut. Das Nummernschild, ich habe mal hier das GT 1967 von Michigan drauf gemacht. Das kann man sich aber aussuchen. Ihr seht ja, ich habe es euch im Unboxing schon gezeigt. Wir haben hier diverse Nummernschilder von Kalifornien, Köln und weiß der Himmel, woher sonst noch. Und dafür gibt es dann hier auch entsprechende Fliesen, wo man die draufkleben kann, wenn man möchte. Ich habe es mal sein lassen und habe mich nur hier für die Michigan-Variante entschieden. Sowohl vorne als natürlich auch hinten, denn er braucht ja auch hinten sein Nummernschild. Und einen weiteren Aufkleber haben wir hier aufgebracht, den hätte ich jetzt fast vergessen. Und das ist... ja, hier unser Rückspiegel, da kann man es nochmal sehen, wenn die Kamera scharf stellt. Da haben wir nochmal das Auto hinten im Rückspiegel, das wir hier sehen können. Und das wurde auf eine Fliese draufgebracht. Da wurde hier so ein Teilchen noch hinten dran geklemmt und dann ab in die Haken. Und somit ist das dann direkt hier mit dabei, wenn man das Dach hier wieder drauflegt. Ja, schön. Und soweit wäre dann unser Mustang so gut wie fertig, außer jetzt die Tuning-Variante. Aber ich will euch noch kurz hier die Reifen zeigen. Die sind nett, wurden aufgesteckt, qualitätsmäßig, ja, wenn man ganz genau hinschaut, könnten die ein klein wenig sauberer sein, aber na, ich sag mal, das ist jetzt schon Jammern auf hohem Niveau. Die sind völlig okay, sie sind schön rund, keine groben Fehler mit dabei, ein ordentliches Profil, ja, kann man machen. Alles gut soweit. Hier nochmal ein Blick von der Seite
Und vor allem, was ich gut finde, die füllen die Radkästen auch schön aus. Also da gibt es hier keine großen Luftbereiche, dass das irgendwie aussieht, als wären da Mini-Reifen drin. Gibt es ja bei dem einen oder anderen Lego-Set dann eben auch. Und etwas, was ich jetzt hier bei Lego noch gar nicht gesehen habe, die weißen Teile hier, die können wir abnehmen, denn das waren nur temporäre Stützelemente. Kenne ich von Megablocks, die machen das öfters, aber bei Lego habe ich das mit den temporären Teilen bisher noch nicht gesehen. Also ab in die Ersatzteilkiste damit. Tja Leute, da steht er nun da. Sieht richtig toll aus. Also ich muss echt sagen, das Set ist super geraten. Eine ganz, ganz tolle Linienführung. Echt klasse umgesetzt. Aber wir sind ja noch nicht ganz durch. Denn ich habe hier noch ein paar Teilchen liegen. Oder ein paar Tütchen liegen. Und das ist der Bauabschnitt 7. Quasi unser Tuning-Abschnitt. Da haben wir ihn. Jetzt motzen wir den Mustang noch ein bisschen auf. Das heißt, ich werde mal hier diese zusätzlichen Teile, die wir dafür brauchen, noch eben flott bauen. Und dann bauen wir den Mustang noch mal gemeinsam um und schauen mal, wie er als richtig fettes Muscle Car dasteht. Und hier haben wir die gesammelten Werke, alle Anbauteile, die ich eben gebaut habe. Wir schauen uns die jetzt mal noch kurz hier im Detail an, bevor wir sie dann am Mustang verbauen im Endeffekt. Und ich fange direkt mal mit einer Sache an, die ich hier besonders schön fand. Ihr erinnert euch ja noch an die temporären Anbauteile. Ja, die wurden hier quasi wiederverwendet, diese weißen Teile, die hier vorne an der Front unten drunter befestigt waren. Denn hieraus haben wir den Lachgastank gebaut für unseren Ford Mustang. Das kommt nachher in den Kofferraum. Hier mit einer Druckanzeige, mit Ventil. Ja, sieht doch nett aus, oder? Und natürlich das hier, das ist nochmal ein kleines Aufkleberchen, was draufgebracht wurde. Also, wir haben einmal die Lachgasflasche. Dann haben wir hier noch die Sidepipes, also die seitlichen Ausgänge für die Auspuffanlage. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Recht unspektakulär gebaut. Ein so ein Steinchen hier, Platte, Platte und die Dinger hier dann draufgesteckt. Und das Ganze dann natürlich einmal für rechts und einmal für links. Also wir haben die Sidepipes. Dann haben wir hier den Heckspoiler. Ja, hier kann man nochmal nachher die Neigung einstellen und dann klitschen wir den irgendwie hinten dran. Auch das nicht hier groß erwähnenswert. Ein paar Fliesen, ein paar Platten. Fertig ist der Heckspoiler, kommt hinten dran. Und dann haben wir hier noch den Frontspoiler, der kommt dann unten drunter. Und dann sieht das Ding ein bisschen fetter aus. Ja, auch im Prinzip alle Teile, bis auf das, was ich euch gleich zeige, hier sehr simpel zusammengebaut. Keine große Erwähnung von irgendwelchen tollen Bautechniken. Aber es wird schon funktionieren. Aber richtig cool ist natürlich hier, ja, das Teil, was hier auf den Motor aufgesetzt wird. Und ich bin hier nicht so der Autofreak. Weiß jetzt gerade gar nicht, was das ist. Ob das dann hier der Ladeluftkühler ist oder was genau auch immer. Auf jeden Fall, hier haben sie sich echt Mühe gegeben. Ganz, ganz viele kleine Teilchen werden hier verbaut, bis man hier zum fertigen Ergebnis kommt. Hier von der Seite kann man das echt gut sehen. Also eine ganze Menge wurde hier reingepackt und die Optik von vorne, die sieht echt cool aus. Hier mit diesen kleinen roten Rundfliesen drin, die hier die Lufteinlässe oder auch so diese, ja, diese Drosselklappen, die sich so bewegen, dann darstellen. Dann hier nochmal was, wo die Riemensteuerung drüber läuft. Sieht ganz cool aus, Freunde. Und wie cool das jetzt am Mustang aussieht, das schauen wir jetzt. Also, ich fahre dann mal den Mustang vor. Da ist er schon, das schöne Teil. Ich mag den wirklich sehr. Und jetzt fangen wir an, ihn zu tunen. Und als allererstes bocken wir ihn hinten hoch. Da haben wir hier diesen Mechanismus, wo ich hier dran drehe und die Schnecke bewegt sich. Und dann kommt hier hinten die Hinterachse hoch. Habe ich euch bereits gezeigt, wie das funktioniert. Da kurbelt, kurbelt, kurbelt man und bockt ihn dann dementsprechend hoch. So, ich drehe jetzt mal hier bis auf maximale Stufe, das ist hier. Und dann sieht man hier direkt, wie er hinten seinen Hintern doch ein ganzes Stückchen hochgelegt hat und schon mal ein bisschen aggressiver auf der Straße liegt. Als nächstes bauen wir, ja, ich würde mal sagen, hier das fette Motorteil einfach mal ein. Dafür muss ich hier die Klappe abnehmen. Ja, das ist hier diese kleine Lufthutze. Nehme die runter, dann mache ich einmal die Motorhaube auf und wir bauen das Teilchen hier noch raus und dort stecken wir, nachdem wir die Haube wieder geschlossen haben, einfach dann unseren fetten Ladeluftkühler hier drauf. Der wird hier einfach über, ja, vier Noppen dann gehalten. Gut, den hätten wir schon mal verbaut. Als nächstes würde ich sagen, bringen wir mal hier die Sidepipes an und die werden einfach nur hier drunter geklippt, wie ich gesehen habe.
Schauen wir mal, wo wir das am besten machen sollen. Und in der Anleitung sind die direkt hier vorne angebracht. Also einmal hier und auch das gleiche dann noch auf der anderen Seite. Also finde ich cool, das ist echt leicht zu machen. Ja, hier sind die Noppen dran, einfach hier drunter stecken und fertig sind hier auch die Sidepipes. Und jetzt rutscht mir hier die Anleitung runter. Dann kommt noch der Frontspoiler dran. Also das Teilchen hier, das soll auch nur hier drunter geklemmt werden. Ich lege ihn dafür nochmal auf die Seite und ja, da sieht man schon, hier ist extra so die Aussparung drin, wo dann hier der Bereich seinen Platz drin findet und dann müsste man das, glaube ich, einfach nur hier drunter stecken. Wunderbar, das geht ja hier echt super einfach. So sieht er jetzt von vorne aus. Ja, eine fette Optik, also echt eine fette Optik. So, dann kommt natürlich zum Schluss hier noch der Kofferraum dran. Und da stecken wir ihm jetzt noch seinen Heckspoiler an. Der wird auch einfach nur hier aufgesteckt. Und natürlich ganz zum Schluss kommt noch die Lachgasflasche hier hinten in den Kofferraum rein. So, und fertig ist die Sache. Hier haben wir jetzt unseren fett aufgebockten und aufgemotzten Ford Mustang. Und ich muss schon sagen, ein paar Teile, aber echt große Wirkung. Wir schauen uns das mal im Detail an. Einmal hier die aufgebockte Hinterachse. Ja, ist Geschmackssache. Mir gefällt es eigentlich besser, wenn er ja normal tief liegt. Aber naja, es hat schon was für die Optik hier. Dann schauen wir nochmal hier von hinten. Ja, von hinten sieht das hier mit dem Heckspoiler jetzt nicht so prall aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, gibt es Schöneres. Schauen wir mal in den Kofferraum rein. Da steht jetzt hier unsere Lachgasflasche drin. Das ist echt ein witziges, schönes Detail. Das gefällt mir echt gut. Der Heckspoiler, nee, also der gefällt mir nicht so gut. Von hinten sieht er total bescheiden aus. Wenn man jetzt hier den Winkel betrachtet, ja, da sieht es eigentlich dann doch schon wieder ganz gut aus. Passt soweit, aber ja, von hinten, na, sieht halt irgendwie aus, als müsste da noch was angebracht werden. Also Heckspoiler ist so lala, Lachgasflasche echt cool. Aufbocken funktioniert wunderbar. Und dann hier die seitlichen Auspuffausgänge, die Sidepipes. Ja, also ich würde die ja persönlich eher hier etwas weiter hinten anbringen. Aber man kann das ja stecken, wie man will. Ich glaube aber, wenn man, ja genau, wenn man die so weit hinten anbringt, könnte es vielleicht Probleme mit den Türen geben. Dann schauen wir nochmal hier von vorne. Ich muss hier drehen, das ist echt ein großes Modell. Haben wir dann hier unseren Ladeluftkühler, der ja ein bisschen wohl auch hier die Sicht dann versperrt. Sieht aber auch sehr, sehr cool aus. Das, ja, die Optik hier, echt cool. Passt wunderbar und vor allem, er lässt sich ja mega leicht wieder rausnehmen. Der ist ja nur eingesteckt und dann zieht man den wieder raus, packt hier die kleine Lufthutze wieder drauf und schon ist die Optik wieder völlig normal. Also sieht gut aus, doch, sieht gut aus. Und auch hier vorne mit der Frontschürze, die jetzt hier unten drunter steckt, ja, da sieht er echt nochmal eine ganze Ecke fetter aus. Und das ist ja quasi schon mein Schlusswort für dieses Review oder für diesen Bau, Freunde. Das ist echt ein fettes, geiles Modell. Ich bin total, aber wirklich total angetan hier von dem Ford Mustang. Da hat Lego was super Tolles auf die Beine gestellt. Lippin hat es auch zu allergrößten Teilen sehr gut kopiert. Die Qualität hier ist bis auf die paar Einschränkungen, die ich euch genannt habe, hier stellenweise mit dem Druck. Natürlich hier mit meinem Fehlteil in der A-Säule, das geht gar nicht. Könnte aber auch nur bei mir ein Problemchen gewesen sein. Ansonsten ließ sich das hier auch von Lippin super zusammenbauen und es gab keine großen Probleme. Hier und da hatte ich mal eine kleine Klemmkraftschwäche gehabt. Allerdings war das immer nur bei Teilen gewesen, wo es nicht wirklich ins Gewicht fällt. Von daher super Sache. Also ihr könnt hier getrost zuschlagen, Freunde. Wenn ihr auf Sammlerwert Wert legt oder auf Wertsteigerung, dann kauft euch eben das Original Lego Set. Damit habt ihr natürlich auch dementsprechend genauso viel Spaß oder vielleicht sogar noch etwas mehr Freude. Also eigentlich, wie das hier designt ist, das ist der große Pluspunkt. Super Linienführung, es sieht einfach klasse aus, lässt sich gut bauen. Mit dem Umbau hier, das ist ein schönes kleines Gimmick und kauft es euch, Freunde, egal wo. Wenn ihr die Kohle habt und ihr wollt hier Sammlerwert ein bisschen anlegen und sowas, dann kauft es euch direkt bei Lego. Ich verlinke euch ja alles. Oder wenn ihr ein bisschen auf die Kohle achten müsst oder sagt, ich will nur den Bauspaß haben, aber hier nicht so unglaublich viel Geld dafür ausgeben, mein Gott, dann kauft eben bei Lippin. Aber gönnt euch den Spaß. Das ist nämlich echt ein super tolles Set. Ihr seht auch schon, die Türkonstruktion habe ich ja schon mal erwähnt, dass die ist echt robust. Die ist richtig toll, fühlt sich auch sehr solide an.
und lässt sich hier auch perfekt schließen. Mit einem kleinen Klack geht's rein, da steht nichts vor, die Linie bleibt wunderbar erhalten. Super Sache, super Set. Ich bin 100.000%ig hiervon überzeugt. Jeder, der sich das Set hier kauft, wird eine riesen Freude damit haben. Das ist jetzt schon mein absolutes Lieblingsset für dieses Jahr und von den ganzen Autos, die ich hier schon gebaut habe. Da hinten stehen sie alle rum. Ja, mein Lieblingsauto. Und da hinten der kleine Aston Martin, na so klein ist er ja nicht. Wenn man die mal direkt hier miteinander vergleicht, wie ich ein paar Mal getan habe, dann merkt man, dass das Design vom Aston Martin echt nicht besonders gelungen ist. Aber dafür hier der Ford Mustang umso besser aussieht. So, ich glaube, ich habe jetzt hier genug gelobt und geschwärmt davon, aber es darf ja auch mal gesagt werden, wenn was gut ist, dann sagt's auch mal. Ich habe es getan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich hier beim Zuschauen, beim Bauen. Und dann heißt es jetzt für euch, kaufen, selber bauen, Spaß haben und dann hier einen coolen Ford Mustang wahrscheinlich im Regal stehen haben. Das wäre es dann endgültig gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Für mehr Videos hier aus Lego, Leppin und Co. schaut einfach mal in meine Playlist. Ich habe schon so einiges gebaut und da kommt auch noch einiges mehr. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.